Katrin, wie schön, dich heute Morgen zu treffen. Hallo, schön, dass ihr euch zu meinem Trickstudio dazu schaltet. Ja, ich muss mich bedanken, dass du das möglich gemacht hast. Ich kann mir gut vorstellen, jetzt der Kinostart ist in absehbarer Nähe. Ich glaube, heute Abend bist du im DIAF in Dresden. Und hat der Film eine Art Premiere und dann nächste Woche ist, glaube ich, in Berlin die Premiere und dann ist überall Premiere und dann ist der Kinostart. Genau, wir kommen noch nach Stuttgart zum Haus des Dokumentarfilms. Ist eine Kooperation mit dem ITFS auch. Okay. Und dann 25. ist der Kinostart. Ja, also erstmal alles Gute, alles super. Ich wollte unbedingt mit dir reden, weil ich habe mal so geguckt, was dieses Jahr im Kino startet, was Trickfilme aus Deutschland angeht. Und da muss ich sagen, also Hut ab, Chapeau. So wie ich das sehe, startet das Jahr direkt im Januar mit dem besten Film, den wir dieses Jahr in die Kinos bekommen werden. Das ist jetzt wahrscheinlich insofern für dich besonders interessant, weil der Film hat wahrscheinlich eine gewisse. Kannst du mir sagen, wie lange das gedauert hat, wann du angefangen hast damit, dich zu befassen, diesen Film anzugehen, weil jetzt diese letzten 2 Wochen vor dem Kinostart ist wahrscheinlich eine völlig irre Zeit, weil wenn man bedenkt, wie lange das gedauert hat, den Film zu machen, jetzt kumuliert sich das alles in diese Promo-Arbeit und du musst es Genau. verkaufen. Ja. Genau. Mit John Heartfield 2018 habe ich angefangen, mit John Heartfield zu 6 Jahre, recherchieren. ne? Okay, ja. Genau. 5, 6 Jahre. 2019 recherchiert und Buch geschrieben. 2020 dann Buch überarbeitet, Buch überarbeitet, Buch überarbeitet und entwickelt. Ja. Zu den Hauptdarsteller, den John Heartfield, da der hier ist er. In Jung. Und hier ist er da, da ist er in Alt auf dem Poster. Also den gibt es Ja. in zwei verschiedenen Altersstufen zu designen. Und 21, 22 produziert im Studio und 23 noch Postproduktion. Ja, ich hatte, als ich den Film geguckt habe, ich bin dann immer, die ersten Momente sind dann halt eben gefördert von, mithilfe von, gefördert von. Und der Film ist in 2 Ländern entstanden, wenn ich das richtig verstanden habe, in Deutschland und in Österreich. Und in der Schweiz, drei Und Länder. in der 3 Länder, um Gottes Willen. Ja, drei Das Länder. heißt, zu dem ganzen Eruieren der Geschichte, dem Finden des Tons, der Atmosphäre des Films, dann der Form. Der Film ist deshalb so interessant auch, weil er halt eben Animation in Form von Stop Motion letztendlich hat und Puppentrick und Live-Action. Und also eine wirklich hervorragende Form von alles kommt zusammen, also wirklich Film total. Und da ist aber dann immer noch dieser Moment drin, dass man das alles erstmal mit diesen Förderern und mit wie welches Studio und so weiter, diese ganze Arbeit, das muss. Ich finde toll, dass deine Haare blau gefärbt sind, aber ich denke immer, die Grundfarbe für Animatoren und Animationsregisseure, die Haarfarbe muss eigentlich immer grau sein, weil so viel Arbeit dahinter steckt. Ja, aber wir Animatoren machen diese Arbeit ja sehr gerne. Und die Zeit im Studio war eine sehr, sehr schöne Zeit. Also ich mag das sehr und dunkel und man kann sich darauf konzentrieren. Es ist ja auch immer wieder magisch. Das spüren wir auch im Team. Also man eh diese Szene unter der Kamera liegt. Also es liegt bei mir wirklich alles unter der Kamera, der Hintergründe, die Figuren. Und eh das alles passt, das dauert. Man will früh um 9 anfangen und es dauert bis um 2, ehe man endlich animieren kann. Die Animator oder Animatorin sind schon ganz hipplig und so. Und dann irgendwie nochmal am Licht so ein bisschen nachgerutscht, ja, gerückt und plötzlich so, the magic is happen, haben wir immer gesagt, the magic is happen. Es war immer so eine ganz besondere Atmosphäre. Und das, glaube ich, sieht man auch an dieser Animation in dem Film. Also diese Pappe und Papier ist wirklich lebendig geworden, weil auch einfach so viele tolle Animatoren mitgearbeitet haben. Also Ja, Mette ich muss sagen. Stein, Lisa Neubauer, Kerstin Zemp, Lydia Günther, Jonathan Schwenk. Er hat auch noch viel, Mandy aus Dresden.
Rosanne Jansen, die bei einer belgischen Firma viel arbeitet, Wolf Matzl und Birgit Scholin aus Wien, Amelie Couchet noch von den Schweizern. Also es hat sich im Laufe der Zeit so ein Team eingefunden, die einfach auch ein Interesse an John Heartfield, an so einer Geschichte haben und an diesem Material. Ja, ich würde tierisch gerne über das Gesicht sprechen von John Heartfield, weil diese 3D, diese Erhebung in dem Gesicht mit dem Licht und dem Schatten, das war für mich eigentlich das Bezauberndste an dem Film, diesem Gesicht zuzusehen, dass es wirklich denkt, dass es da, dass er wirklich, also ich konnte mich mit der Person identifizieren. Ich muss aber völlig, bevor ich das vergesse, muss ich zuerst fragen, weil auf der österreichischen Webseite steht ja noch der Arbeitstitel drauf, Burnout versus John Heartfield. Dir geht's aber gut. Ach so, Burnout mit John Heartfield. Ja, also man macht ja auch Filme, damit's, um klarzukommen mit der Welt, mit sich Ja. selbst, mit den Dingen. Und ich kenne so, es gibt so viele, also wenn ich überlege ja immer, für wen mache ich einen Film. Und da ist für mich jetzt bei diesem Film, also das schreibe ich mir immer wortwörtlich hier so vor die Stirn, auf die Stirn so, und die stelle ich mir vor. Und ich diesem vielen so sensiblen Künstler oder Menschen, die irgendwo arbeiten und die an der Welt doch irgendwo leiden oder die sich Gedanken machen und die dann ganz schnell mutlos sind oder sagen, ich kann ja eh nichts machen, so. Oder daran verrückt werden und denken, keiner kapiert, dass hier gerade was schiefläuft oder so. Und dann irgendwie passiv werden, ja. Also so, also für diese Menschen mache ich da so, will ich diesen Film machen und zeigen, wie John Heartfield es gemacht hat und was der gemacht hat und was der auch alles erreicht hat. Also ich glaube, John Heartfield, auf seine Collagen geht es sehr zurück, dass sich im Prinzip die Alliierten gebildet haben, um gegen Hitler zu kämpfen, weil er sehr früh einfach dieses Bild von Hitler und dem Hitler-Regime verbreitet hat. Oder sein, also der hat den Reichstagsbrandprozess kommentiert. Er hat sozusagen Nachrichten über den Reichstagsbrandprozess wöchentlich geschrieben, immer mit einer Fotosatire. Damit ist er weltbekannt geworden, ist in Europa sehr bekannt geworden. Und so wie er den Hitler dargestellt hat, nämlich als Hampelmann in Händen von Industriellen oder jemand, der auch nur Rüstungsgelder annimmt. Also das hat sozusagen sehr die europäischen Intellektuellen geprägt in den 30er Jahren. Und Ja, das, ich kannte und er ihn hat aus dem auch Gesicht gekämpft, und nicht. der John Heartfield hat auch gekämpft. Und da kommen wir jetzt wieder zurück zu diesen Visionen, für wen man so einen Film macht und warum Burnout. Ich denke eben, dass man klein und bei jedem anfangen soll. Also alle die Menschen, die wahnsinnig vielleicht auch was können oder unsicher sind, denen zu sagen, achte auf Bilder, mach gute Bilder, mach was aus deiner Kunst, deinem Handwerk, und hier schau mal, so hat's Heartfield gemacht und der hat es auch nicht leicht. Weißt du so? Und jetzt nehme ich da so eine Stefanie rein, also eine Grafikdesignerin aus der heutigen Zeit, so ein bisschen auch mein alter Ego, die wirklich so, ich habe einen Burnout und mach nichts mehr und will lieber gar nicht mehr arbeiten gehen und mein Chef nervt und so. Und die dann aber mit der Beschäftigung mit John Heartfield einfach drauf kommt, also Mut bekommt und Kraft bekommt und weiß, sie muss für ihre Ideen, für die richtigen Bilder kämpfen. So. Wie weit ist sie du? Es hat angefangen, vielleicht ist da die Geschichte von dem Drehbuch. Also zuerst war John Heartfield. Dann war immer die Frage, was hat das denn für heute zu sagen? Also, es kennen ja doch nicht mehr alle John Heartfield. Also in der älteren Generation ist der sehr bekannt. Man staunt dann doch, dass es nicht alle Kunstlehrer unterrichten John Heartfield. Und dann war es eine Trick, da habe ich eine Trickfilmerin dazu gebaut, die sozusagen den ganzen Film auch macht. Und dann ist daraus eine Schauspielerin, die Grafikdesignerin Stephanie geworden, die das Ganze einfach nochmal auf die Höhe treiben kann und einfach noch klarer diesen Kontrast zwischen Reklamearbeit, Auftragsarbeit, wo man einfach macht, was das Geld möchte. Und nimmt John Heartfield, der sozusagen sich für Frieden, gegen den Krieg, gegen Hitler eingesetzt hat. Also wo man diesen Kontrast einfach noch größer und prägnanter herstellen konnte. Ja, ich fand die dramaturgische Lösung deshalb so interessant, weil natürlich die Frage war, als ich kannte ihn nur aus meinem Geschichtsbuch. Ich kannte ihn überhaupt nicht aus einem Immerhin. Kunstunterricht. Ja, aber
Ja, dieses berühmte Bild, wie Hitler da steht mit der ausgestreckten Hand, also mit dem Hitlergruß, und da, genau, und da kommt das Geld von oben rein. Das ist halt eben, besser kann man eigentlich die Situation ja nicht beschreiben. Das war so auf dem Punkt, das sollte in jedem Geschichtsbuch drin sein, dieses Bild. Ich fand die Idee mit der Designerin deshalb so gut, weil natürlich die Frage ist, was bedeutet er mir heute noch? Was kann er heute noch anstoßen? Und da fand ich die Idee, diesen Dialog entstehen zu lassen zwischen ihm und ihr, bezaubernd. Das ist einfach eine hervorragende Idee, um zu zeigen, wie Geschichte oder wie eine geschichtliche Person in die Gegenwart hineinreicht und sagt, hier, das habe ich gemacht und ich inspiriere dich jetzt mit dem, was ich gemacht habe. Und das kommt rüber. Hab aber dann direkt im Anschluss mir die Frage gestellt, weil ich das auch ein bisschen recherchiert hatte. Wie würdest du das sehen? Ist dieser Film jetzt ein animierter Dokumentarfilm oder ist das ein dokumentarischer Animationsfilm? Es ist Weil ein der Film auch gesagt. dokumentarischer Animationsspielfilm. Es ist ein dokumentarischer Animationsspielfilm. Er ist wirklich alles. Und ich glaube, man kann jetzt, also ich wünschte, er würde jetzt im Kino ganz normal als ein Film wahrgenommen werden, nämlich und dann eben als ein Spielfilm. Also da ist eine Schauspielerin drin, da wird gespielt. Und ich meine, wir Animatoren wissen auch, dass animierte Figuren, die spielen auch, Schauspielern ja auch. Also ist es ein Spielfilm. Und für die, die sich natürlich nur Trickfilme anschauen, für die ist es ein Animationsfilm, ein dokumentarischer. Und für die, die sich geschichtlich interessieren, ist es nicht, sei gesagt, dass alles gut recherchiert ist und es hat, die Dialoge beruhen alle auf schriftlichen Zeugnissen oder Dinge, die er gesagt hat oder die andere über ihn erzählt haben. Es ist dann sozusagen dialogisiert. Und es ist aber nicht, also alle Szenen, die es auch gibt, da solche Szenen haben stattgefunden. Es ist also richtig sattelfester Dokumentarfilm. Das sieht man dann ja auch an dieser Schnur mit diesen ganzen Dokumenten und Sachen. Und letztendlich habe ich ja auch als Dokumentarfilmerin so einiges schon gemacht und weiß, was ich da tue. Also ich war auch viel im Archiven und dann kam aber eben diese Idee, eben eine Papierpappfigur auszuschneiden und auch diese Dokumente auszuschneiden und auch über den Dokumenten Animation und auch Puppenspiel zu machen. Also weil es ja alles auch irgendwo Papier ist. Also das Dokumentarische ist auch Papier. Ja, Und die das, Animation ist aus wenn am Ende Papier. die Partei überlegt, nehmen wir wieder die Partei auf, Entschuldigung, das ist meine Vogeluhr, pardon. Die Frage ist, wird er wieder aufgenommen? Denn vieles mir am, also, da habe ich dann auch begriffen, okay, ist klar. Nicht, du hast die Akten. Man sieht im Hintergrund die Akten liegen, wo dieser Prozess vonstatten geht, dieser Dokument, dieser was ja sehr sachlich gehalten wird. Diese ganzen Aussagen in diesen Akten sind sehr sachlich, aber in Wirklichkeit sind es natürlich Menschen, die diese Sache vornehmen und die du dann durch die Puppen sozusagen reden lässt. Und natürlich unterlegst du diesen beiden Parteileuten aus deiner Sicht eine gewisse Attitüde. Und da bist du natürlich in einem Graubereich, was den Dokumentarfilm angeht. Vielleicht, ich habe dann Na, auch das sei überlegt, dazu gesagt, da möchte ich sofort, da unterbreche ich dich mal hier. Hier komme ich mit meiner, und was ist das, was ist diese Geste hier von meiner Mutter, nämlich hier, die ist Lehrerin gewesen. okay. Ich habe meine Mutter wahnsinnig viel interviewt, wie die Genossen und wie die DDR in den 50er Jahren waren, also zusätzlich zu den ganzen Historikern, mit denen ich gesprochen habe. Und es gibt diese Okay. Genossen, die ich kannte, in den 80er Jahren. Ich komme ja aus der DDR. So, und das Ja. waren graue, blasse Hüllen, die irgendwie genauso, also diesen Sprech hatten. Und Genau, ja. Okay. darauf habe ich diese Figuren entwickelt. Und ich habe auch wirklich den Test gemacht und nochmal dann, und ist das nicht vielleicht ein bisschen zu lustig? Und dann war man richtig, also meine Mutter war richtig entsetzt über die Frage, also ob ich sie für dumm halte, weil sie waren so. Also die waren so. Also Ja, ich es fand das war überhaupt nicht dumm. Ich tatsächlich, fand das, es war ein ja. ferngesteuertes Spiel, deswegen ist diese DDR ja auch einfach so auseinandergefallen. Und dahinter haben natürlich Strippenzieher gestanden.
Ja. Und das ist eigentlich an der Akte John Heartfield sehr gut zu sehen, zu analysieren, wie sehr da eben auch versucht wurde, Bilder zu planen. Und diese Planung von Bildern oder Bilder zu bewerten oder zu sagen, das ist ein Witz, den man machen darf und den Witz darf man nicht machen und das ist formalistisch und das ist jetzt ein guter Witz und das ist Pro und wir wollen nur noch Pro-Witze haben und keine Kontra-Witze. Also das ist natürlich ein Thema, was bis heute geht. Und ja, was bis heute gilt. Und da kommen wir zu deiner ersten Frage wieder zurück, nämlich inwieweit stecke ich da drin? Es ist natürlich total überzeichnet. Da ist es wieder ein Trickfilm, dass man überzeichnet. Es ist natürlich überzeichnet, aber ich habe ganz viel Erfahrung natürlich reingestellt, steckt. Eben, und da kommt auch deine allererste Frage, die ganze Finanzierung von so einem Film, also eben, wie so ein Film unterwegs ist oder so. Da gibt es natürlich auch viele, viele bürokratische Hürden und ich bedanke mich jetzt bei allen, die den Film gefördert haben. Also, aber diese Darstellung dieser Parteikontrollkommission zeigt, wie es in der Diktatur ist und wie es ist, wenn zentral Dinge gesteuert werden. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, dass man sich dafür einsetzt, dass sowas nicht wieder ist. Also wenn man anfängt, über Witze zu diskutieren, ich weiß es nicht. Ja, das, ich fand, wenn die am Ende lachen, dieses Lachen war so entsetzlich, habe ich denen gedacht, ja, das ist eine perfekte Methode, um die Leute dazu zu bringen, wenn wir solche Leute treffen, sofort Distanz zu diesen Leuten aufzubauen. Das war sehr, sehr gut didaktisch. Ich muss gestehen, bin selber Lehrerskind, verstehe dich da also sehr gut. Mit der Hand hier, mit dem Finger. Ja, das war bei uns. Meine beiden Eltern waren Lehrer, also insofern, gleich doppelt losgezogen. Was? Dieser dokumentarische Ansatz lässt dich nicht los. Auch dein vorheriger Film, ich fand, das war sehr schön chiastisch. Der erste Film war ein animierter Dokumentarfilm. Das jetzt ist der dokumentarische Animationsspielfilm. Der dokumentarische Aspekt ist in deinem Werk sehr stark. What makes you tick? Wie hat es dich in dieses Medium reingebracht? Naja, das glaube ich, wollte schon immer die Welt retten. Also auch schon als kleines Kind konnte ich dann irgendwie nicht schlafen und habe komische Zustände gekriegt wegen Dingen, die mir durch den Kopf gegangen sind. Und ich meine, das Zeichnen war immer so eine Flucht oder eine Möglichkeit, eigentlich klarzukommen. Später dann auch mit mir selbst. Also immer dieser Ausweg ins Zeichnen und tätig zu sein. Und das waren lange, sehr verschiedene Phasen, also meines Ichs. Also was engagiert, ein Engagement, ein soziales, sozialpolitisches Engagement oder meine Kunst, also künstlerische Animationen zu machen. Und im Laufe der Filme konnte ich das mehr und mehr einbringen. Also ich konnte in meine Dokumentarfilme immer wieder Animationen einbringen, was einfach auch gut ankam und womit ich auch gut was erzählen konnte. Und also das, was man mit Trickfilm halt auch erzählen kann, also man kann ja wirklich das szenisch machen. Also wie den sind John Heartfield, man kann ja zeigen, wie er gelebt hat. Man kann seine Partner zeigen. Also man kann diese Welten erschaffen. Also wie dieses, es ist magisch so. Ja. Ich meine, es ist kostengünstig auch noch. Und man hat es im Griff, man hat es alles im Griff, so kann es wirklich so Ja. gestalten, wie man Ja. es möchte mit einem Team. Und das hat sich mehr und mehr so entwickelt, dass dann natürlich naja, es ist tatsächlich so, und immer wenn ich einen Grimme-Preis hatte, habe ich dann geschafft, so einen Collagenfilm im Fernsehen unterzukriegen. Also ganz einfach. 2007 hatte ich für Stell mich einen Grimme-Preis gekriegt und dann hatte ich 2008, 9 so eine Serie mit so Vox Pop-Interviews gemacht mit Legetrick für ZDF heute. Das war die erste ZDF heute Online-Offline-Produktion für beides beim ZDF. Dann haben die sich ewig, die konnten haben ewig gebraucht, sich vertraglich dazu einigen und da war dann irgendwie schon sonst was.
Und eben jetzt, der nach dem Betongold-Film, also wo ich meine eigene Entmietung filme, hatte ich dann auch wieder einen Krimi-Preis und da habe ich es dann geschafft, diesen ersten Legetrick finanziert zu bekommen im Anschluss. Ja. Und Schade. dadurch ist jetzt das Trickfilmische, also das Immer Trickfilmische im Vordergrund, wie es scheint. Also das Wichtige ist ja bei Filmen, wie sagt man, das Geschichten erzählen. Das Geschichten erzählen. Und wie auch, also wenn man jetzt mal von so einem Werdegang, weil es ist ja jetzt hier ein Trickfilm-Blog, da kann man ja auch erzählen. Ich habe nach dem Studium habe ich versucht, auch Arbeit zu finden und habe auch selbst so Aufträge gemacht. Und immer wenn es Kindersachen waren, wenn es zu niedlich werden musste, zu schön, also zu süß, es hat immer nicht geklappt oder nicht funktioniert. Da bin ich nicht glücklich geworden, meine Auftraggeber sind nicht glücklich geworden. Und wenn man jung ist, man versucht ja einiges. Und als ich dann, ich bin ja über eine Ausschreibung beim ZDF das kleine Fernsehspiel gelandet mit meinem ersten Film. Und das war dann so toll, als es plötzlich um Inhalte ging und nicht mehr darum, wie süß eine Figur ist. Ja. So. Und dieses, was ist ein schönes Bild? Das steckt ja auch, also was ist ein schönes Bild? Das steckt ja auch in dem Werk von John Hartfield drin. Also, Ja. das sagt ja dann der französische Philosoph, dass John Hartfields Arbeit ist schön, weil sie ist wichtig. Sie zeigt die Wahrheit und sie zeigt Auswege. Und deswegen ist das auch eine wichtige Kunst. Perfektes Schlusswort. Der Film läuft ab dem 25. Januar in den deutschen Kinos. Meine Empfehlung kann ich nur sagen, vielen Dank. Und ich weiß, du hast gesagt, du schreibst an deinem nächsten Projekt. Da unterhalten wir uns das nächste Mal drüber. Ja, vielen Dank fürs Interview und kommt ins Kino. Es gibt eine Liste, www.carotunes.de ist meine Website und da findet man den Film und eine Liste. Real Fiction ist der Filmverleih. Wir haben Previews in Stuttgart, in Dresden, in Leipzig. Wir haben schöne Veranstaltungen in Gera, in Jena, in Halle, in Köln. Die Ja, Infos stehen es werden auch auf dem wöchentlich Blog. mehr Kinos. Genau, das wird auf dem Blog, halten wir das fest, wo, wann, was ist und weisen im Kalender und überall drauf hin. Super. Okay, dann zeige Katrin, ich vielen, nochmal vielen mein. Dank. Ja, ich wollte nochmal meinen Poster hier in groß zeigen. So. Perfekt. Also, überall, wo das Plakat hängt, kann man den Film sehen.